Ein grausiges Ablenkungsmanöver. Die Verwirrung des Gegners nutzten die Truppen des Zhou-Generals und überwältigten den verblüfften Feind. Doch die Zeit der streitenden Reiche war nicht nur grausam und rücksichtslos, sondern auch eine schöpferische Epoche. Mit Hilfe der Beute aus den Eroberungsfeldzügen schufen die Zhou prachtvolle Bronzen und kunstvolle Glocken. Auch Jade war sehr begehrt. Jade symbolisierte Macht und Glanz der hohen Stände. Unter allen streitenden Reichen aber war das Königreich Qin am findigsten. Sie besaßen nicht nur eine mächtige Streitkraft, sie entwickelten auch eine ertragreiche Landwirtschaft. Ein Labyrinth von Dämmen, Kanälen, Schleusen und Wasserstraßen verwandelte 250 Jahre vor Christus das Kernland Zentralchinas in einen blühenden Garten. Der Fluss Min wurde in das Chengdu-Becken umgeleitet, sodass ein Gebiet von 13.000 Quadratkilometern zu fruchtbarem Ackerland wurde. Die Qin-Könige konnten so ihre wachsende Bevölkerung ernähren und ihre große Armee versorgen. Am königlichen Hof überzeugten die Minister den jungen Qin-Prinzen, dass Chinas streitende Reiche nur darauf warteten, von ihm eingenommen zu werden. Der Prinz befolgte ihren Rat und wurde zum mächtigsten Herrscher der bekannten Welt, Sohn des Himmels. Herr aller Dinge, erster Kaiser von China, Qin Shi Huangti, der Erhabene, der Göttliche von Qin. Mit einer Armee von 500.000 Mann zerschlug er sämtliche gegnerischen Reiche. Seine Feldzüge waren brutal und grausam. Um die Truppen zu motivieren, versprach er seinen Kriegern, je mehr feindliche Soldaten sie köpften, umso höher sollten sie in der Hierarchie der Qin aufsteigen. In einer einzigen Schlacht nahmen die Qin 450.000 gegnerische Soldaten gefangen. Allen wurden die Köpfe abgeschlagen, denn jeder Qin-Krieger wollte möglichst rasch ein besseres Leben führen. Man schätzt, dass die Truppen der Qin zwei Drittel der feindlichen Bevölkerung auslöschten. Qin Shi Huangti gelang, was noch keinem vor ihm gelungen war. China war geeint. Doch jetzt begann der Kampf um den Erhalt der Einheit. Weit im Norden seines Reiches in der heutigen Mongolei überfielen nomadische Krieger entlang der Grenze die Siedlungen der Qin. Der Kaiser antwortete mit einer Armee von 200.000 Sträflingen und 100.000 Soldaten. Ihre Mission, sie sollten ein auf der Welt einmaliges Bollwerk bauen, das ein Reich schützen sollte, die chinesische Mauer.
10 Jahre baute man an diesem riesigen Wall. Tausende starben vor Erschöpfung. Die Körper der Toten wurden als Füllmasse mit eingemauert. Ihr einziger Grabstein, die Mauer, die ihnen das Leben genommen hatte. Wenn der Kaiser ein großes Bauvorhaben hatte, dann wurden die Männer einfach dorthin geschickt. Getrennt von ihrer Familie mussten sie unter schwierigsten Bedingungen arbeiten. So auch beim Bau der chinesischen Mauer. Hier mussten sie nicht nur mit dem harten Klima kämpfen, sondern sie konnten sich auch nie sicher sein, ob feindliche Stämme angreifen würden. Nicht selten wurden sie, nachdem der Bau fertig war, umgebracht. Niemand sollte die Geheimnisse der Konstruktion verraten können. Alte Volksgeschichten erzählen von der Reise Meng Yangnus auf der Suche nach ihrem Mann, einem Arbeiter an der chinesischen Mauer. Doch sie konnte ihn nicht finden. Vor Schmerz und Trauer brach sie zusammen und weinte. Ihre Tränen waren so bitter, dass sich die Mauer öffnete und den Leichnam ihres geliebten Mannes freigab. Die chinesische Mauer war ein Monument der Macht und Herrschaft. Sie erstreckte sich von tiefliegenden Wüstengebieten bis zu Höhen von 2000 Metern und über eine Länge von 4200 Kilometern. Eines der 7 Weltwunder. Das einzige Werk von Menschenhand, das die Astronauten vom All aus sehen können. Die chinesische Mauer war ein Symbol für das geeinte China. Keiner sollte es wagen, Qins Reich anzugreifen. Nun musste der Kaiser sein Reich auch von innen schützen. Und das tat er, indem er alle politischen Feinde tötete, das alte Feudalsystem abschaffte und die privaten Armeen auflöste. Als Qin Kaiser wurde, schaffte er die Adelsklasse ab und errichtete ein Staatssystem, das sich auf die zentrale Macht der Regierung stützte. Die einzelnen Staaten hatten keine unabhängigen militärischen oder finanziellen Mittel mehr. Die Qin-Dynastie sollte ewig bestehen. Qin verband die einzelnen Teile des Landes mit einem ausgedehnten Straßensystem von mehr als 11.000 Kilometern Länge. Er vereinheitlichte alle Maße, selbst die Größe von Rädern wurde festgelegt. Reisende mussten fortan Pässe mit sich führen. Die rivalisierenden Stämme hatten früher Münzen jeglicher Form und Größe besessen. Qin schuf eine einheitliche Währung. Auch die Schriftsprache wurde vereinheitlicht. Selbst in den entferntesten Winkeln des chinesischen Reiches sollten seine Erlasse verstanden werden. Doch die Sprache war auch das Medium der Ideen und Meinungen. In ihren Schriften begannen selbst königliche Historiker, viele von Qins neuen Ideen als gefährlichen Bruch mit der Vergangenheit zu kritisieren. Qins großer Ratgeber Li Si beobachtete, dass die wohlgenährten Nager in den kaiserlichen Kornkammern aggressiver waren als die mageren in den Straßen. Und er fragte sich, ob zu viel Wissen Aufstände nähren würde. Diese Überlegung hatte eine grausame Entscheidung zur Folge. Auf Li Sis Befehl wurden 460 Gelehrte lebendig begraben. Ihre Bücher und Erzählungen, ihre Essays und Gedichte wurden zerstört. Die Zivilisation, der die Welt das Papier und den Druck verdankt, war auch die erste, die Bücher verbrannte. Doch die Opposition gegen Qin wurde dadurch nur verstärkt.
Nach 3 Attentatsversuchen zog sich der Kaiser zurück. Er lebte abgeschieden und bewacht von seiner Leibgarde. Seine Angst vor dem Tod wurde zur Besessenheit. Er suchte, bereits vom Wahn gezeichnet, einen Zaubertrank, der ihn unsterblich machen sollte. Doch eines der Gebräue, von denen er sich Unbesiegbarkeit erhofft hatte, brachte ihm den Tod. Qin, der erste Kaiser von China, starb 210 vor Christi Geburt. Er wurde in dem prachtvollsten Mausoleum begraben, das China je gesehen hatte. Mit dem Bau hatte er schon lange vor seinem Tod begonnen. Über 700.000 Sträflinge arbeiteten jahrelang an diesem Prachtbau. Man erzählte, dass wertvolle Juwelen die Decke des Grabes schmückten. Sie symbolisierten die Sonne, den Mond und die Sterne des chinesischen Himmels. Mit Armbrüsten versehene Fallen schützten die Haupthalle, in der Modelle der großen Städte Chinas neben maßstabsgetreuen Flussmodellen standen. Mit einer Quecksilberlösung gefüllt, flossen sie in einen Miniaturozean. Alle, die um das Geheimnis des Mausoleums wussten, wurden hier lebendig eingeschlossen. Auf Qins Tod folgten 15 Jahre Chaos. Im Jahre 206 vor Christi Geburt kam eine neue Dynastie an die Macht, die Han. Im ersten Jahrhundert vor Christus waren die Han so mächtig, dass sie nur mit dem Römischen Reich verglichen werden können. Doch ihr fünfter Kaiser, U Di, war sich bewusst, dass nicht einmal die chinesische Mauer sein Reich auf Dauer schützen konnte. Im Norden waren kriegerische, nomadische Stämme eine ständige Bedrohung. U Di war sich sicher, dass der Schlüssel zur Erhaltung seiner dynastischen Macht in geschickter Diplomatie lag, nicht im Kampf. Seine Geheimwaffe, ein vertrauter Ratgeber und Diplomat namens Zhang Xian. U Di schickte Zhang Xian auf eine Friedensmission in den Norden. Er sollte mit den Feinden der Han-Dynastie verhandeln. Seine Taktik, er wollte die einzelnen Stämme untereinander aufhetzen, damit sie sich gegenseitig schwächten. Doch sein Plan ging nicht auf. Während seiner Mission wurde Zhang Xian gefangen genommen und der Kaiser glaubte, er sei tot. Zehn Jahre später tauchte ein alter Mann am Hofe U Dis auf. Zhang Xian, der treue Diplomat, hatte überlebt. Der tapfere Diener schilderte seine 10-jährige Odyssee. Nach seiner Flucht aus der Gefangenschaft irrte er durch China gen Westen und erreichte Afghanistan. Dort machte er eine verblüffende Entdeckung. Auf allen Märkten fand er zu seinem größten Erstaunen chinesische Waren. Die Händler brachten chinesische Erzeugnisse bis an das Ende der bekannten Welt. Das wertvollste Produkt, ein Stoff namens Seide. U Di hörte ungläubig zu, wie Zhang Xian den Transport chinesischer Waren über ein Netz holpriger Pfade schilderte, die man Seidenstraße nannte. Die Händler durchquerten China, passierten Persien und erreichten das Mittelmeer. Die Seidenstraße hat eine Länge von etwa 6.500 Kilometern.